Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pumuckl Fangt den Klabauter. Ich komme endlich mal wieder zum Spielen und ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so lang wird wie beim letzten Mal. Und wir fangen einfach mal wieder in dem Level an, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das ist die Smaragdmine, ich bin mir nicht sicher. Aber das dürfte der Klabauter dann gleich sowieso einmal sagen. Also, auf ins Getümmel! Oder er sagt es nicht. Na gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal schauen, was haben wir denn hier? Wir haben jede Menge Bohrer und wir haben zwei Klabautermänner. Und da oben sind Stangen, wo ich nicht dran komme. Wobei, das sind Leitern. Wir müssen uns eine Strategie überlegen. Entweder ich gehe jetzt runter, sammle alles ein und gehe dann mit der Leiter nach oben und lass mich runterfallen. Aber das ist eine schlechte Idee. Wobei, Moment, ich kann so, Moment, ich gehe erstmal hier runter, so. Oh, die Maus ist noch im Bild, Moment, so. Meine Maus habe ich übrigens kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Ich kann sie nicht mehr richtig benutzen. So, erzähle ich gleich warum. Erstmal, wir können jetzt da hoch mit der Leiter und dann uns rüberhangeln und wieder runter. Und fallen dann voll auf den Klabauter drauf. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich könnte mich aber auch hier runterbohren. Und dann per Leiter hoch und die Traumblase. Die Traumblase da ist übrigens ein extra Leben. Das wird mir jetzt zwar nicht so viel bringen, weil ich zu gut bin und die Matheaufgaben alle hinkriege, aber egal, ich bohre mich einfach mal runter. Das ist, glaube ich, gerade die effektivste Möglichkeit. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Löcher noch vernünftig hinkriege. Ja, wunderbar. Das ist doch perfekt. So, nochmal zur Sicherheit ein bisschen was. Sterbt einfach. Und Edelsteine. Juhu, das leckt. Ja, wie auch immer, ich habe meine Maus zerstört. Ich habe draufgehauen, weil ich ein bisschen sauer war. Und jetzt sind die Tasten ein wenig hinüber. Leider, das ist nicht so toll. Da sind nämlich, ich habe so eine Razer Crate, heißt die. Einmal, sie wird auch nicht mehr hergestellt, das ist ja sehr schade ist, weil ich mag die Maus, ich habe sie gerne benutzt. Und ich habe halt draufgehauen. Und, na toll, warum ist der jetzt schon gestorben? Ich habe draufgehauen und unten sind zwei Plastikteile kaputt gegangen. Das heißt, die Tasten wurden eigentlich runtergehalten, dass sie nur bis zu einer bestimmten Höhe hochgehen, damit man sie einfacher drücken kann. Und die sind abgebrochen, jetzt gehen die Tasten viel weiter hoch und es ist total schwer, jetzt diese blöde Maustasten zu drücken. Von daher ist das ein kleines Problem. Ich kann damit nicht mehr vernünftig spielen. Ich kann sie noch benutzen, um damit zu arbeiten und Sachen anzugucken und Videos zu bearbeiten. Oder, naja, was heißt Videos bearbeiten? So viel mache ich ja nicht an Bearbeitung. Aber halt so ein bisschen hier Sound zu bearbeiten und hast du nicht gesehen. Das, was man halt so machen muss, ne? Klar. Und okay, wo muss ich lang? Moment, ich brauche noch den Edelstein. Ich werde mir erstmal, mache ich den, mache ich das? Ich mache hier eine Leiter hin. Und ja, aber irgendwie Ego-Shooter oder so, irgendwas, wo ich wirklich schnell sein muss, kriege ich mit der Maus nicht mehr hin, was halt sehr blöd ist. Also, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, denn ich war sehr zufrieden mit der Maus und die gibt es leider nicht mehr. Man kann sie nicht mehr kaufen. Ich könnte sie höchstens auf eBay holen und da bin ich mir nicht so sicher, ob ich die im gebrauchten Zustand haben möchte und ob sich das lohnt und ob das toll ist oder... Ui. Also, Mausempfehlungen sehr gerne willkommen. Ich brauche nichts irgendwie großartig Besonderes. Also eine Maus mit Ui, es leckt schon wieder so, verdammt. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, den Leck wegzukriegen. Das ist ein bisschen doof. Ich brauche nichts Besonderes, halt Hauptsache linke Maustaste, rechte Maustaste und ein Mausrad, dass ich klicken kann. Das reicht mir schon vollkommen aus. Möglichst auch gut für große Hände, denn ich habe sehr große Hände und die Razer Crate war halt schön, weil sie schön lang ist und man die gesamte Hand darauf ablegen kann. Ey, hör auf zu längen, Spiel! Und das war halt für mich einfach wunderbar, weil die sehr angenehm zu benutzen war. Nein, das war ein Fehler. Verdammt. Yay, Matheaufgabe, ich freue mich. Yay. Ja, ich muss mir ein bisschen Zeit lassen bei diesen Aufgaben, ein bisschen labern, denn ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn man diese Aufgaben zu schnell löst, dann bekommt man trotzdem ein Leben abgezogen, weil der Klabauter dann einfach sagt, nee, hier, du, keinen Taschenrechner benutzen, böse, böse. Und deswegen so. Lesen wir doch mal vor. Pumuckl hat 3 Birnen aufgesammelt. Meister Eder gibt ihm noch welche dazu. Wie viel hat Pumuckl nun? 3 Birnen plus 6 Birnen macht, laut Adam Riese, 9 Birnen. Und, hey, mein Numpad ist nicht aktiviert. 9 Birnen. Warum kann ich das Numpad nicht benutzen? Jetzt. Okay. 9 Birnen. So. Da hast du recht. Oh, bin ich gut. Ja, ich weiß. Ich klopfe mir eben selbst auf die Schulter. Yay. Soll
etwas schwerer machen? Ich bitte darum, Klabauter. So, das Schöne ist, ich muss natürlich nicht nochmal alles einsammeln und ich habe auch gar nicht erklärt, was die Schneemänner machen. Damit kann ich Schneenetze, das demonstriere ich mal eben, das ist, glaube ich, einfacher. Mir hat auch einer unter EBA1 geschrieben, ganz am Anfang, dass ich einfach mal hätte zeigen sollen, was passiert, wenn ich von den Supergrobos angegriffen werde, anstatt es die ganze Zeit zu erklären. Und irgendwo hat er ja recht, ne? Das wäre viel angenehmer gewesen. Aber was soll's hier? Das passiert halt. Ich mache so ein Netz und dann friert der Kobold ein für eine bestimmte Zeit. Kommt ihr erstmal hier hoch. Ja, brave Kobolde, brave Kobolde. Das macht ihr ganz gut. Und jetzt Starleck! Ich wollte sagen, sterbt, aber jetzt, geht weg! Lasst mich da alle in Ruhe! Ich will nur den Edelstein da haben, den blauen. Ich will da sonst gar nichts von euch. Mann. So. Einmal hier runter. Und wo entsteht die Tür? Da hinten, okay. Ja, komm, fall runter, Klabauter. Geh in das Loch, komm, tu mir den Gefallen. Und du da kannst auch ins Loch, wenn du gerne möchtest. Also, ich habe genug Löcher für alle. Ihr findet alle einen schönen warmen Platz in der Hölle. Und wir gehen so lange ins nächste Level. Oh, ja. So, mal schauen, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh. Oh, das ist schon ein bisschen komplexer. Okay. Da unten sind auf jeden Fall einige Netze und die Klabauter werden da erstmal reinlatschen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wenn ich da die Klabautermünzen oben einsammle, also diese blauen Münzen, das Goldene sind Pumuckl-Münzen und das Blaue sind Klabautermünzen. Das ist der Unterschied. Die Pumuckl-Münzen bringen, glaube ich, auch mehr Punkte oder so. Oder die Klabautermünzen bringen mehr Punkte. Sie bringen auf jeden Fall das, was draufsteht, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer. Es gibt aber, glaube ich, bessere Klabautermünzen als Pumuckl-Münzen oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Du müsst dich ins Menü gucken. Es gibt eine Punktetafel für alle Objekte, Punkte, aber... Wen interessieren die Punkte, ehrlich gesagt? Ich will das Spiel nur durchspielen. Wie gesagt, ich falle da wahrscheinlich runter. Ja, ich wusste es doch. Und Sprungschuhe, die muss ich mir aufheben. Denn ich möchte da oben hin. Wobei, muss ich da oben hin? Ah, ich brauche das für die Traumblase. Die Traumblase muss ich schnell holen, bevor die Klabauter auftauen. Denn Leben sind immer gut. Kann man nie genug davon haben. So, komm, du darfst nicht in das Netz. Du darfst einfach hier in das Loch. So, bitteschön. Ja gut, dann hole ich mir jetzt noch die... Hey, das ist gar nicht so schwer, ne? Wobei, ich muss dann nochmal da hoch, weil durch die Klabautermütze falle ich ja wieder durch. Aber erstmal hole ich mir hier das, so. Wupp, 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 wupp. Fast wie Dubstep. Und dann hole ich mir erst die Klabautermünze oder erst die Pumuckl-Münze? Ich glaube, ich hole mir erst die... Da kommt einer. Ich hole mir erst die Klabautermünze und dann gehe ich da mit den Sprungstiefeln einfach wieder nach oben. Das ist zwar jetzt eine Verschwendung von dem Item, aber mir egal. Ich will das Level hier schaffen. Ich habe keine Lust, noch ewig rumzulaufen. So. So, und dann lande ich auch direkt oberhalb des Tors. Ich erinnere mich noch daran, dass das hier kam. Und damit hätten wir schon wieder ein Level geschafft. Yay! Ich bin gut. Was machen die Klabauterflaschen nochmal? Ich meine, sie machen die Klabauter langsam, aber ich bin mir nicht sicher. Das allerdings sind übrigens Treppen. Auch wenn es nicht so aussieht. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal links lang. So, Loch, noch ein Loch und dann hier hoch. So, Klabauterflasche. Einfach mal einsetzen. Ja, sie macht die Klabauter langsamer. Okay, weiß ich Bescheid. Dann möchte ich jetzt erstmal hier noch ein paar Sachen haben. Oh, guckt euch mal an, wie langsam der ist. Der arme Klabauter. Er tut mir ja überhaupt nicht leid. So, ich weiß auch nicht, wie lange das anhält. Von daher gehe ich mal lieber auf Nummer sicher und... Ich meine, die spawnen links und wenn sie Items haben... Nein, die spawnen links, okay. Nein! Wieso ist da ein Loch? Oh, ich fühle mich verarscht. Wenn er jetzt schneller wird, ne? So. Du hast da noch was Schönes für mich. Oh, das nehme ich aber gerne an mich. Oh, das wäre aber nicht nötig gewesen, Klabauter. Nein, das ist lieb von dir. Dankeschön. So... Okay, das Level war irgendwie einfach. Es sah im ersten Moment so ein bisschen aus, so, oh, wow, was ist das denn? Aber das ging ja jetzt ganz in Ordnung. Mal schauen. Okay, das ist wieder ein bisschen, da muss ich ein bisschen nachdenken. Da muss ich aufpassen, also die unteren Pumuckl-Münzen darf ich mir noch nicht holen. Ich hole mir erstmal die Traumblase, so. Und dann erstmal hier Zeugs. Na, da kommt so schnell runter, oder? Erwischt er mich? Nein, tut er nicht, wunderbar. Aber da darf ich nicht lang. Komm mal hier hoch. Ich möchte unten diese... Oh, Moment. Ich hole mir erstmal das Zeug hier. Oh, zurück, 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 zurück. Schnell, 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 schnell. Und runter. Ah, komm. Das kriege ich jetzt aber noch. Oh ja, sie gehen wieder zurück. Wunderbar, Klabauter. Ihr macht mir das Leben leicht. So, jetzt muss ich nur... Ah, weg, 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 weg.
Ja, genau. Spring du mal da links, rechts runter. Das soll mir recht sein. Nein, jetzt ist der da unten. Ich fass es nicht. Du blöder Klabauter, ey. Na gut. Egal, wir kriegen das hin. Das dürfte kein Problem sein. Ich muss einfach schnell sein. So, die Axt möchte ich auch haben. Die brauche ich eigentlich. Obwohl, brauche ich die? Doch, ich brauche die. Weil der Klabauter da unten hockt. Ansonsten hätte ich die nicht gebraucht, aber weil er da hockt, muss ich die mit Axt haben. Ah, wobei da oben rechts ist auch noch eine. Von daher, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn ich die hier nicht hole. Aber bla, so ist es einfacher. Man kann nie genug Äxte haben. Jetzt hockt der da auch noch. Ich glaube es nicht. Das macht es damit die Sache einfacher, hier oben die Sachen zu holen. Aber es ist so langsam. Sumpf. So. Genau, spring du mal da runter, dann kann ich mir in Ruhe die Axt holen. Ich könnte jetzt natürlich auch mich rechts über der Münze runterlassen und dann von rechts das Ding kaputt machen, aber... weißt du was, das mache ich. Das ist mir jetzt... Das ist mir den Presslufthammer wert. So, komm mal her. So. Ach, jetzt kommt der andere auch noch. Okay, wisst ihr was, ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache einfach zwei Netze hin. Dann kann ich auch gar nicht langsam genug sein, um mir die Sachen zu holen. Aber ich glaube, die haben noch Items. Kann das sein? Komm her, du musst erstmal... Was hast du denn noch? Hast du noch irgendwas? Anscheinend nicht. Die beiden haben noch irgendwelche Items, das weiß ich. Ah, da, genau, da war doch noch die Pumuckl-Münze. Einer von den beiden hat die Münze aufgesammelt. Kommt schon, taut auf. Taut gefälligst auf. Genau. Ey. Du bleibst da schön drin und ihr geht da rein. Die haben sogar zwei Münzen. Oh, ihr Schweine. Komm her. Meins. Und das Tor ist direkt da unten. Wunderbar. Schön. Ja, und damit ist der Part eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja, das ging schnell. Smaragdhöhle hast du gemeistert. Smaragdhöhle, nicht Biene. Ach, danke. Ich weiß, ich bin toll. Schau nach rechts oben auf die Spielstufenanzeige. Ein kleiner Eierbecher, ein goldener, eine Pumuckl. Ach, eine Klabautermünze und noch ein Ding. Ja, das hast du uns schon mal erzählt, Klabauter. Das ist mir jetzt egal. Joa, das war auf jeden Fall, es hat zwar noch ein bisschen geleckt, aber es war besser spielbar als beim letzten Mal. Und Klabauter, sei still, ich rede jetzt. Ich bin hier der Let's Player. Du bist nur das Spiel, also sei still. So. Ah, ist still, wunderbar. Die Musik ist irgendwie cool. Ich weiß aber auch nicht mehr, ich glaube, das ist der Geistersumpf, das nächste Level. Aber das werden wir dann immer sehen. Der Geisterwald, der Geistersumpf, die Smaragdhöhle. Es gibt, glaube ich, auch noch irgendwo eine andere Edelsteinhöhle, aber ich erinnere mich kaum noch an Namen. Ich weiß nur noch, das hier ist das Purpurschloss und das Purpurschloss ist verdammt schwer. Zumindest habe ich es verdammt schwer in Erinnerung. Und hier, dieses, das ist irgendwie Städel, irgendwas, keine Ahnung, das war auch, oder das? Das ist der Meister Eders Werkstatt? Ich weiß es gerade nicht so genau. Wie auch immer, das Purpurschloss ist eins der letzten Level und es ist sehr schwer und wir kommen auch gar nicht in alle Gebiete. Ich weiß nicht, ob es noch einen Fang den Klabauter 2 gibt. Mit Lichtgeschwindigkeit ins Weltall ist ja der zweite Teil, den ich habe. Hat komplett andere Level, eine komplett andere Overworld. Deswegen keine Ahnung. Aber wie auch immer. Ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht, die Folge. Wie gesagt, es ist nur ein Nebenprojekt, die Folgen sind nicht so lang. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Na? Das Klicken ist schwer mit der Maus, weil sie kaputt ist. So, jetzt aber. Tschüss. Tschüss. Yay.